So, in diesem ersten Kapitel müssen wir uns noch einen letzten Aspekt anschauen, bevor wir zu Ende kommen. Und zwar die Frage, wie wir eigentlich das Request-Reply-Protokoll, wie wir die Regeln gestalten, mit denen wir eine Anfrage von einem Client an einen Server schicken und die Antwort zurückschicken. Das wirkt auf den ersten Blick ja eigentlich wie ein sehr, sehr triviales Verfahren, sehr triviales Protokoll. Und in ganz vielen Situationen ist es das auch. Das Problem ist, was passiert, wenn Fehler vorkommen können. Insbesondere, wenn entweder Nachrichten ausfallen können oder der Server oder der Client ausfallen oder wenn beides in Kombination zueinander passieren kann. Wir schauen uns hier jetzt auf den verbleibenden wenigen Folien die typischen Probleme an und überlegen uns, wie wir damit umgehen können. Auch das ist ein Beispiel für etwas, das wir im RPC-Kapitel noch einmal genauer anschauen. Aber hier als ersten kleinen Teaser ist das durchaus nützlich, das jetzt schon mal zu besprechen. So, kleine Erinnerung, wir sind in der Situation, Sie haben einen Server, der in einer Endlosschleife auf eine Anfrage wartet, irgendwie identifiziert, welche Operation er durchführen soll, der Anfragenachricht auch noch die Daten, die er bearbeiten soll, entnimmt, die Anfrage ausführt und eine Antwort zurückschickt. Und der Client ist im einfachsten Fall ein synchroner Client, er schickt die Anfrage, blockiert auf die Antwort und macht dann in irgendeiner Form weiter. Alles ganz naheliegend, alles ganz unaufgeregt. Die Frage ist, was passiert, wenn ich als Client keine Antwort bekomme? Wie würde ich das merken? Naja, ich werde in irgendeiner Form einen Timeout brauchen. Lassen Sie mich das wieder etwas auszeichnen als kleine Skizze dazu. Wir haben also einen Client, der an einen Server eine Anfrage schickt. Einen Request schickt und aus welchen Gründen auch immer, das ist alles, was Sie als Client beobachten können, ist Ihre eigene Seite, aus welchen Gründen auch immer, kommt keine Anfrage. Das heißt, nach irgendeiner Zeit werden Sie sagen, so, es reicht, ich gehe nicht mehr davon aus, dass ich tatsächlich noch eine Antwort bekommen werde. Sie setzen einen Timeout und was tun Sie jetzt? Ja, Sie haben keine Antwort bekommen auf Ihre Frage. Was tun Sie? Sie fragen nochmal. So, Sie schicken nochmal eine Kopie dieses Requests. Und das müssen Sie vielleicht nochmal machen und nochmal machen und an irgendeiner Stelle sagen Sie so, jetzt ist aber gut. Ich gehe nicht mehr davon aus, dass ich nochmal eine Antwort bekommen werde und erkläre jetzt, ich gehe davon aus, dass mein Server tot ist und mir nicht mehr antworten wird und jetzt kann ich eine Fehlermeldung abbrechen oder mir irgendeine andere Möglichkeit ausdenken. Aber für den Kontext des Request-Reply-Protokolls sind wir an der Stelle durch. Sie haben keine weitere Handlungsmöglichkeit mehr. Das ist alles schön und gut. Das ist auch völlig naheliegend. Aber was ist, wenn auf Serverseite jetzt die gleiche Anfrage mehrmals eintrifft? Also, wenn Sie hier gar nicht wie... Wenn tatsächlich wir jetzt mal den Blick wechseln und uns auf den Server gucken. Sie haben das Request bekommen. Sie haben hier vielleicht einen Timeout auf der Serverseite und Sie schicken nochmal den Request. Dann ist es ja tatsächlich so, dass jetzt hier und hier die gleiche Anfrage eingetroffen ist und Sie haben sie ja hier vielleicht bearbeitet und Sie haben sie hier auch das Reply zurückgeschickt. Aber das Reply ist vielleicht nicht angekommen. Was machen Sie hier? Sie müssen zwei Dinge tun. Erstens, Sie müssen überhaupt merken, dass es sich um die gleiche Anfrage handelt. Ist das und das identisch oder unterschiedlich? Wenn es identisch ist, wie gehen Sie dann damit um? Wenn es eine unterschiedliche, eine neue Anfrage ist, ist klar, dann haben Sie eine neue Anfrage bekommen. Wenn es das gleiche ist, sollten Sie es vielleicht nicht nochmal tun, nicht nochmal diese Aufgabe erledigen. Also was brauchen Sie dazu? Sie müssen neue von alten unterscheiden können, damit Sie sicherstellen können oder zumindest darauf hinarbeiten können, dass Sie jede Anfrage genau einmal ausführen. Naja, der naheliegende Mechanismus ist, Sie schreiben laufende Nummern in Ihre Anfragen, sodass wenn Sie zweimal die laufende Nummer 5 sehen vom Klienten an den Server, dann werden Sie merken, oh, 5 habe ich ja schon mal gesehen, brauchen wir nicht nochmal. Das ist die gleiche Idee wie Sequenznummern in einem Übertragungsprotokoll. Das ist genau das Gleiche. Sehr schön. Wir haben also hier festgestellt, es ist das Gleiche. Wir haben es schon mal gesehen. Was tun wir denn jetzt?
als Server kratzen Sie sich am Kopf und fragen sich, wieso bekomme ich die gleiche Anfrage nochmal? Offenbar ist ja was schiefgegangen. Offenbar war der Client der Meinung, dass er die Anfrage, die ich vielleicht schon losgeschickt habe, nicht bekommen hat. Okay. Jetzt müssen Sie sich die Fälle anschauen. Jetzt gibt es unterschiedliche Fälle, zu welchem Zeitpunkt das hier passieren kann. Lassen Sie mich das nochmal rausvergrößern. Schauen wir uns nochmal den Server an. Der einfachste Fall ist der, den ich eben gerade beschrieben hatte. Lassen Sie mich das hier etwas rausvergrößern. Schauen wir uns ein paar mögliche Fälle an. Es kann den Fall geben, Sie bekommen den Request Nummer 5. Sie arbeiten den ab und zu irgendeinem Zeitpunkt hier kommt Request Nummer 5. Das ist eigentlich der einfachste Fall. An dieser Stelle fragen Sie sich, was mache ich, was ist das für ein Request? Das ist Nummer 5. Aha, den haben wir ja schon mal. Und jetzt schauen Sie sich das an, Sie stellen fest, ach, der ist ja noch in Bearbeitung. Naja, mein Client war vielleicht ein bisschen ungeduldig. Aber müssen Sie jetzt irgendetwas Besonderes tun als Server? Eigentlich nicht. Sie gehen davon aus, dass diese Ausführung der ersten Version von Request 5 irgendwann zu Ende kommen wird. Sie schicken hier das Reply Nummer 5 los und alles ist gut. Also hier müssen Sie eigentlich gar nichts machen. Sie tun nichts. Nächster Fall ist, Sie haben Request 5 bekommen. Ja. Sie haben Request 5 bekommen, Sie haben den bearbeitet und Sie haben den auch losgeschickt. Und etwas später kommt Request 5 nochmal. Sie schauen sich das wieder an und Sie stellen fest, welche Requests habe ich denn schon bekommen? Nummer 5. Nummer 5 habe ich doch schon losgeschickt. Den kennen wir. Den habe ich schon losgeschickt. Anders als im Fall davor, wo ich ihn noch nicht losgeschickt habe. Naja, offenbar muss ich ja trotzdem nochmal die Antwort schicken. Offenbar muss ich trotzdem nochmal die Antwort auf diesen Request schicken. Mein Client hat den ja möglicherweise bekommen, möglicherweise nicht bekommen. Das weiß ich nicht. Möglicherweise hat sich meine Antwort mit seiner wiederholten Frage überlappt. Aber das kann mir eigentlich auch egal sein. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass mein Client meine Antwort bekommen hat. Schicke ich sie nochmal. Also ich muss hier nochmal Reply 5 schicken. Die Frage ist, wo nehme ich Reply 5 her? Fall 1, ich habe es mir gemerkt. Ich habe mir Reply 5 gemerkt. Das heißt, ich habe hier etwas getan. Ich habe mir die Antwort in einen sogenannten Reply Cache gelegt. Und in dem Fall kann ich sie aus dem Reply Cache holen und einfach lossenden. Fall 2 ist kein Reply Cache. Ich merke mir abgesendete Antworten nicht. Was muss ich dann tun, wenn ich in diesem Fall 2.1 bin? Schicke ich sie aus dem Reply Cache, wenn ich das nicht habe, im Fall 2.2. Ich muss die Antwort nochmal schicken. Ich habe sie mir nicht gemerkt. Ich muss sie nochmal berechnen. Muss ich mir nochmal berechnen und kann dann Reply 5 schicken. Wann kann ich denn sie nochmal berechnen? Wann darf ich sie denn? Die bessere Frage ist, wann darf ich sie denn nochmal berechnen? Das darf ich eigentlich nur dann, wenn die erneute Durchführung der entsprechenden Routine, die diese Antwort berechnet, keine weiteren Seiteneffekte hat. Ich sage nicht, dass sie keine Seiteneffekte haben darf. Das kann schon sein. Aber sie darf keine weiteren Seiteneffekte haben, die zusätzlich zu denen hinzukämen, die bei der ersten Ausführung passiert sind. Es kann durchaus sein, dass ich hier oben irgendwelche Seiteneffekte erzeugt habe, aber die darf ich durch die zweite Ausführung nicht verändern.
Es gibt einen Namen für solche Funktionen, die diese Eigenschaft haben. Das sind sogenannte idempotente Funktionen. Eine idempotente Funktion ist eine Funktion, die bei einer einmaligen Anwendung durchaus etwas verändert, aber bei einer zweiten Anwendung keine zusätzlichen Änderungen macht. Man schreibt es gerne als zu sagen für alle x, f von x ist f von f von x. Das ist etwas schlampig in der Notation, bringt aber diese Idee vielleicht zum Ausdruck zu sagen, dass ich es wiederholt anwenden kann. Ich kann f immer wieder anwenden und es passiert nichts zusätzlich im Vergleich zu einer einmaligen Anwendung. Das ist genau dieser Gedanke der Idempotenz. Und in so einem Fall, wenn meine Funktion, die ich berechne als Reaktion auf einen Request, dieser Idempotenzeigenschaft hat, dann kann ich es mir sparen. Dann muss ich nicht Antworten in einen Reply-Cache legen. Wenn das nicht so ist, insbesondere wenn ich Seiteneffekte hinzufügen würde zu der erstmaligen Ausführung oder auch wenn es einfach nur sehr teuer ist, diese Funktion auszuführen, dann brauche ich einen Reply-Cache. So, jetzt ist noch die verbleibende Frage: Wie groß muss ich den denn machen? Und wann kann ich Dinge aus dem Reply-Cache entfernen? Das ist gar nicht so leicht. Die einfachste Idee ist, wenn wir hier nochmal auf den Fall 2.1 gucken. Die Idee ist ja die folgende: Sie haben Ihren Server und Sie haben hier Ihren Request Nummer 5. Sie berechnen das, haben das Ergebnis, legen das in den Reply Cache, der jetzt den Eintrag für die Nummer 5 enthält. Und das sollte ich vielleicht anders schreiben. Der den Eintrag für die Nummer 5 enthält. Und Sie schicken hier die 5 zurück, Reply 5. Und wenn jetzt irgendwann später ein Request 6 vom gleichen Klienten kommt, das ist natürlich clientspezifisch, nicht? Das ist klar, hoffe ich, vom gleichen Client kommt und Sie mit dem Client ausgemacht haben, dass er Anfrage 6 erst schickt, wenn er Antwort 5 bekommen hat, dann ist das hier eine implizite Bestätigung, ist ein implizit ACK für den Erhalt der Antwort 5. Und dann können Sie das aus dem Reply Cache entfernen und Sie haben nur noch die Antwort 6 hier irgendwann. Sie haben nur die Antwort 6 in Ihrem Reply Cache liegen. Das ist eine einfache Situation. Hat welchen Nachteil? Hat den Nachteil, dass Sie den Client beschränken auf, er darf erst die nächste Frage schicken, wenn er die vorherige Antwort bekommen hat. Sie sehen sofort, das geht in die Diskussion von Fensterprotokollen. Vielleicht dürfen Sie ihm zwei überlappende Anfragen erlauben, sodass Sie die letzten beiden Antworten in Ihrem Reply Cache halten müssen und so weiter und so weiter. Pragmatisch werden Sie vielleicht auch noch zusätzliche Regeln einfügen. Wann dürfen Sie denn die letzte verbleibenden Eintrag aus Ihrem Reply Cache für Ihren Client X löschen? Vielleicht, wenn Sie ihn eine Woche nicht gesehen haben, wenn Sie ihn einen Monat nicht gesehen hat, das ist anwendungsspezifisch. Das hängt von der Semantik Ihrer Anwendung ab. Auch das können Sie wieder praktisch nicht verallgemeinern. So, hier ist nochmal die Folie dazu, zu dem, was ich Ihnen gerade erzählt habe. Sie werden diese zusätzliche Anfrage erstmal nicht behandeln wie eine normale Anfrage. Sie wollen sie ja nicht mehrfach ausführen, es sei denn, Sie sind in dem Sonderfall. Für den Fall, dass Sie die Originalanfrage noch nicht bearbeitet haben, müssen Sie gar nichts tun. Das ist der Fall 1. Für den Fall 2, Sie haben die Antwort schon geschickt. In dem einfachen Fall, dass Sie neu berechnen können, das war der Fall 2.2, idempotente Funktionen, dann machen Sie das einfach nochmal. Aufwand ist akzeptabel, dann machen Sie es einfach nochmal, schicken die Antwort nochmal. Wenn nicht, brauchen Sie diesen Reply Cache, diese Geschichte, diese Historie der Nachrichten und Antworten davon. Und möglicherweise haben Sie sowas wie implizite Bestätigungen davon. Sehr schön. Das ist die Struktur eines Request-Reply-Protokolls. Der wesentliche Gedanke ist, dass Sie sich, je nach Situation, in der Sie sind, möglicherweise Antworten auf vorhergegangene Anfragen merken müssen, weil Sie die möglicherweise nochmal schicken müssen. So, damit haben wir die ganzen grundlegenden Bausteine für ein Client-Server-System uns zusammengesucht. Lassen Sie mich das ganz kurz zusammenfassen.
Client-Server-Systeme sind eine simple, einfache, naheliegende Strukturierungsmöglichkeit für verteilte Systeme. Bis jetzt haben wir auch nur ein System, das aus zwei sogenannten Tiers, dem Client und dem Server, besteht, uns angeschaut. Sie ahnen, wenn es ein Zweitiersystem gibt, dann wird es auch Mehrtiersysteme mit mehreren Tiers-Schichten geben. Das schauen wir uns in den folgenden Kapiteln an. Hier sind noch die Referenzen, die ich für das Kapitel hier benutzt habe. Es sind noch ein paar mehr, da sind dann die URLs vorne in den Folien mit dabei. Das sind so die offiziellen Referenzen dazu. Akronyme hatten wir hier gar keine eingeführt. Zumindest ISN1 hätte ich mit aufnehmen sollen, das ist mir hier durchgerutscht. Ich bitte um Entschuldigung. So dass wir hier mit dem ersten Kapitel jetzt tatsächlich am Ende sind. Ich danke für die Aufmerksamkeit in diesem Kapitel. Wenn Sie Fragen haben, lassen Sie mich das bitte in dem Zulip-Chat oder über Panda wissen. Danke fürs Zuhören.